Ist hier vorne direkt, ne? Ja, ja. Hab ja auch noch was zum Entdecken. Heißt zum Entdecken. Synchronisieren. Aber erst holen wir die Aufgabe. Henry, Osiris. Du kennst keine Verderbnis. Tust du wohl. Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Bei dir sind keine Würmer. Du bist nicht abstoßend. Bei dir sind keine Würmer. Du bist nicht abstoßend. Bei dir sind keine Würmer. Du bist nicht abstoßend. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie die des Osiris. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos. Oh Gott, ich unterbreche die mal. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja. Wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Ptah. Ohne Regung, ohne Rührung. Tut ihnen, was Osiris getan war. Ich bin Osiris. Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Ich würde so Typen die ganze Zeit in den Hinterhof. Deine Glieder überdauern. Du kennst die Fackel raus. Was gefunden? Was finden wir? Wollen sich durchquetschen? Oh! Stimmt, endlich! An die Waffen! Es gibt Ärger! Das war sehr knapp. Ach, verdammt. Ah, ich sehe nichts. Mann. Ein Licht ins Dunkle. Ich kann kaum atmen. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Ja. Ich nehme mich erst nochmal um. Oh, hier geht schon wieder raus. Ich hatte gehofft, ich würde hier noch was finden. Ich habe bisher noch gar nichts gefunden. Eine Tür. Nicht bestimmt jemand Wichtiges. Sind wir von irgendwo oben runtergekommen? Geht dann die Welt. Mal die Kohlenpfannen an hier. Ah, hat wieder.
Ich bin zu schnell. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Die Mumien. Sie verrotten. Das ist ein Vergehen gegen die Toten. Was macht denn sowas? Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. An dem muss ich wahrscheinlich noch übersehen. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Was hatten wir? Irgendwo muss aber sein, verdammte Axt. Da. Hier. Das Fleisch ist verfault. Aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Geht ja nicht nochmal durch. Na gut, dann gehen wir halt wieder andersrum zurück. Luft anhalten. Oh, und weg hier. Oh nein, ein Phylakis ist in der Nähe. Muss mal aufpassen. Hier ist verkehrt. Da war doch noch ein Ausgang. Hier lang, ne? Hoffe ich mal. Hier war doch einer, ne? Ja. Schön. Gott, der ist ja verdammt nah. Ist ja quasi hier drin. So. Bin natürlich wieder reingesprungen. Frische Luft. Ein größerer Segen als der des Priesters. Phylakis ist gerade hier vorbeigeritten. Dann gehen wir zum Einbalsamierungstempel und schauen mal, wer da seinen Job nicht richtig kann. Ja, nicht an mir riechen. Ich stinke. Stattdessen soll man gut schuften und duften. Da wird eine Einheit. Apropos Ausrüstung. Was brauche ich denn dafür? Auch noch weiches Leder, kaum zu glauben. Ein ganz normales. Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Das ist wie eine Militärbasis. Ja? Nee. Sehr gut. Meine Füße mögen.
Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja, der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind 2 Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Sein Untersuchungsgebiet sein. Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Der Mann ist vermutlich unschuldig. Was machst du? Ja, ich weiß. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Na, was machen die hier? Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn, nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Dann ist er schuld. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Mach schnell. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Ah. Die Leute im Tempel sind schuld, sondern der Zulieferer. Es sind immer die Zulieferer. Bin ich denn jetzt hier? Oder bestimmt nicht hier durch das Loch. Überhaupt einen Ausgang? Jawohl. Da ist er. Das haut er bestimmt gleich ab. Hey, will er das nicht? Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Hm. Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Oh yeah. Auf geht's. Zum Lagerhaus. Kannst du mal gucken, wie wir hier rauskommen. Wir haben eine Leiter. Dann machen wir einen Sprung über die Mauer. So wie immer. Ihr
Ich bin überhaupt richtig. Ja, ist alles gar nicht so klein, wie man denkt. Ne? Ist auch alles ziemlich groß. Zu den Pyramiden muss ich auch noch. Habe ich auch noch nicht alles erledigt. Ich habe nur eine Pyramide gemacht. Oder habe ich zwei gemacht? Ne, eine. Ich könnte jetzt nachgucken, aber... Ich mache jetzt erstmal Memphis fertig. Hab Platz da. Da quetsche ich mich noch durch. Das schaffe ich. Ey. Schaffe ich nicht. Da kommt man nicht durch. Gib den Weg frei. Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ein Höhleneingang. Gut, dass unser Vogel sehen, wo das mittlerweile auch sieht. Solche Eingänge und sowas. Das ist ganz gut. Nee. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Ha! Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter. Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte! Hilf mir und ich beende es. Hier! Ich behielt sie. Nimm sie! Ich schick den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priester streckte das Natron. Der Brief erwähnt eine Banditenhöhle. Ich räuchere dieses Schlangennest ein für alle Mal aus. Ja. Immerhin haben die Priester alle Dreck am Stecken, ne? Unglaublich. Und schon wieder plansche ich in so einem Tümpel rum. So, heute ist schlimm, ne? Heute haben wir schon viele Tümpel gesehen. Und leider von der unschönen Seite. Und zwar von innen. Schlaft euch weiter. Ich muss hier nochmal kurz durch. Pirschen uns mal hier rein. Die Höhlen sind immer tiefer, als man denkt, ey. Schaut ihr, wa? Wie konnte der mich nicht sehen? Ich bin doch vor dem rumgeschlingert, ey. Nun schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. Was? Oh, ein Kohlenstoffkristall. Schön.
mal Licht hier. Alle guten Dinge sind hier. Oh. Was ist nichts? Letzter Raum für nichts. Naja, gut. Kann nicht immer was sein. Schlimm genug, dass ich überhaupt hier reingeplatzt bin. Ganz ehrlich. Gut. Ja, dann haben wir ja wieder was geschafft. Wieder eine Aufgabe weniger. Passt Stufe 28. Muss nochmal so ein... Da ist nochmal so ein... Hab ich die jetzt markiert? Ja. So ein Synchronisationspunkt, das machen wir noch. Na. Nimm doch die Seite. Danke. Wo müssen wir denn? Entschuldigung. Darauf. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Ja, ab und zu, ne? Kann man mal denken, ich wäre wirklich betrunken. Aber nein, ich bin nüchtern. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Obwohl, das könnte die Heiligabendfolge sein, glaube ich. Ja. Hoffe ich, ihr habt alle einen schönen Abend, einen schönen Tag. Reichlich Geschenke. Und gutes Essen. Das ist immer das Wichtigste. Essen. Beschenkt werden tue ich meistens nicht mehr, aber ich schenke halt. Ja. Innerhalb bleibt das ja eh nicht aus. Aber egal, ich glaube schon, das könnte die heilige Abendfolge sein. Falls nicht, ist es die erste Weihnachtstag wahrscheinlich. Selbst dann wünsche ich euch nochmal schöne Weihnachten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed wieder. So, macht's gut. Und frohe Weihnachten.